Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute geht's weiter mit der druidischen Feuerstelle. Das nächste Item suchen wir, beziehungsweise finden wir dann logischerweise auch, und zwar den fehlenden Grillrost. Sind ja einige Items, die wir hier sammeln müssen, aber wenn wir dann alles haben, dann bekommen wir eben diesen Einrichtungsgegenstand, diese druidische Feuerstelle. Die Items, die wir finden, finden wir in dem Sinne nicht direkt dort, sondern nur die Spur. Wir müssen es dann hinterher noch ausbuddeln. Und zur Info, die Spuren sind gelb. Also ich muss in der Archäologie schon etwas höher im Level sein, um diese Sachen dann finden zu können und dann auch ausbuddeln zu können. So, wo finden wir jetzt genau den Grillrost? Wir reisen dafür mal nicht auf die Hochinsel, sondern nach Amenos. Dann nehmen wir idealerweise den Wegschrein der Schlangensenke und bewegen uns dann hier nach unten, da wo ich gerade bin. Und als kleinen Orientierungspunkt, hier ist so eine Einbuchtung in diesem Gebirge und genau da finden wir dann auch das Item. Wenn wir schon mal rüberschauen, dann sehen wir, dass da auch schon schimmern. Und wenn ihr immer irgendwo, egal wo ihr seid, sowas findet, was dann immer so ein bisschen bitzelt, schimmert, glimmert, immer einstecken, gehört immer zu irgendeiner Quest. Und selbst wenn ihr die Quest dann noch nicht habt, ist überhaupt gar kein Problem, die könnt ihr euch dann auch hinterher noch holen. Was wir natürlich jetzt hier machen müssen, bevor wir da überhaupt hinkommen, wir müssen diese lästigen Mücken da ein bisschen wegmachen. Aber die sind kein großes Problem. Sie sind sogar ein bisschen dumm, wie wir gerade feststellen, weil jetzt rennen sie nämlich hoch, wo ich gar nicht mehr bin. Aber ich gehe davon aus, dass sie dann auch wieder zurückkommen. Aber wie gesagt, die sind kein großes Problem. Die kriegt ihr ohne Probleme niedergewalzt und könnt euch dann diese Spur holen. Reliefierte Schale, die werden wir jetzt einmal untersuchen. Und dann haben wir auch die Spur, nämlich den druidischen Stößel. Habe ich nicht gerade gesagt, wir suchen den Grillrost? Okay, wir haben jetzt den Stößel gefunden. Hupsi, falsche Spur. Aber wir brauchen ja sowieso alle Spuren, deswegen kein Problem. Eine mehr auf alle Fälle, um im Endeffekt dann die komplette druidische Feuerstelle zusammensetzen zu können. Wir finden diese Spur jetzt unter unserem Journal oder in unserem Journal unter den Antiquitäten so rum. Und hier haben wir den druidischen Stößel, den wir dann ausbuddeln können. Das war's zu dieser Spur. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Dann freue ich mich wie immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.